Erstmal, ja, hallo. Ja, am besten stellt ihr euch einfach mal ganz kurz vor, wer ihr so seid und was ihr macht, wo ihr herkommt. Ja, fang du doch an. Genau, ich bin Kerstin, eine der Gründerinnen von Füll. Wir wohnen beide in Berlin und genau, ich habe eigentlich eine Fotografenausbildung und zur Kommunikationsdesignerin, so der berufliche Werdegang, aber letztendlich immer mich mit, ja, mit der Umwelt auseinandergesetzt, auch im Grafikbereich. Und irgendwann, ja, ist die Idee von Füll geboren worden. Genau, wie können wir ja gleich nochmal darüber Genau. erzählen. Genau, ich bin Karin, ich bin, wohne auch in Berlin hier in Kreuzberg und genau, ich mache verschiedenste Dinge und setze mich auch eben viel mit nachhaltigem Design auseinander. Ich gebe Workshops im Bereich Nachhaltigkeit und ja, aber auch im Bereich so Kreativität und Do-it-yourself, so diese Richtung. Und ich arbeite auch ein bisschen für Original Unverpackt. Das kennen ja wahrscheinlich auch einige von euch. Genau. So. Und Kerstin und ich waren mal Mitbewohnerin. Deswegen, daher kennen wir Ah, uns. cool. Vielleicht ist das auch Okay. Also habt ihr euch so interessant. kennengelernt, weil ihr mal Genau. zusammen gewohnt habt. Genau, wir kennen uns ziemlich gut schon. Ja, Ja. ziemlich lange. Wir Und sind ziemlich lange. Genau. ja, und wie alt seid ihr denn? Das würde mich noch interessieren. Man muss das nicht an. Nein, ich bin, oh Gott, ich habe es letztens falsch gesagt, ich bin 34. Ja. Doch schon Ich so bin alt. seit 2 Tagen 33. Ah, cool. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Okay, also ich habe einige Fragen vorbereitet, weil also ich habe euer Crowdfunding ja auf unserer Facebook-Seite gepostet und daraufhin kamen ja super viele Kommentare und viele Fragen und dann habe ich mir überlegt, dass ja ein Interview eigentlich eine coole Sache wäre, um einfach diese Fragen auch so zu beantworten. Und ich habe mir da ein paar aufgeschrieben und ja, fange jetzt einfach mal an. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Genau. Ja, eigentlich war es so ein bisschen, dass ich Karin angeschrieben habe. Da war sie gerade auch unterwegs und ich war so, Karin, ich habe eine Idee, wir müssen was zusammen machen. Also so ist irgendwie der Gedanke geboren, da muss doch irgendwie was möglich sein, unverpackt einzukaufen, dass irgendwie, also dass dieses unverpackte Einkaufen leichter gemacht wird. Genau. Und das war so Also der kurz eigentlich aufgepoppte Gedanke und Karin ist sofort all in, sofort mit eingestiegen, war so geil, ja, cool und hat auch sofort die Gedanken wieder angetrieben. Ja, und so haben wir da weiter und weiter gedacht, uns zusammengesetzt. Aber das war, glaube ich, so der Initiator. genau, Kerstin war schuld. Nein, aber ich Nein. wusste, dass Karin und ich, glaube ich, dass wir da sehr gleich ticken und einfach auch denken, dass wir oder dachten, dass wir zusammenarbeiten können und es hat sich mehr als bewahrheitet. Genau, ja. Ja, und dieser Nachhaltigkeitsgedanke schwirrt ja eben. Also ne, wir sind ja einfach, wir sind zwei Menschen, die eben auch, wir haben den Unverpacktladen ja relativ in der Nähe und wir haben es halt irgendwie auch nicht geschafft, es so richtig durchzusetzen und haben uns da irgendwie mit schlecht gefühlt und haben gesagt, so das muss anders gehen, es muss irgendwie besser gehen und ja, und dann kam so diese ganze Entwicklung mit dieser Tüte und das ist irgendwie, genau, das nicht der Leinenbeutel und eben nicht das Glas ist. Und dass es noch irgendwie geiler sein muss. Noch einfacher, noch besser. Genau. Und das so ist Füll dann entstanden. Stück für Stück. Ein harter, Ja. langer, langer Arbeit und vielen tollen, intensiven Nachmittagen, die wir da Ja. miteinander verbracht haben. Wie lange Genau. arbeitet ihr schon daran? Na, seit über einem Jahr jetzt, sind es Ja. fast 1,5 Jahre jetzt. Okay, krass. Seit der zündenden Idee, so, ne? Das ist, wir haben halt beide unsere Jobs und haben da auch viel zu tun und das, ne, dass man nicht jeden Tag jetzt seine 8 Stunden daran Ja. arbeitet, aber ja, war schon ein gutes Stück bis jetzt. Ja, mit verschiedensten Materialien Genau. ausprobiert, verschiedenste Wege durchdacht und ja, bis dann wirklich mal so ein Prototyp zustande kommt, das hat dann doch, ach, ja, Ganz ein schön lange Dreivierteljahr, gedauert. glaube ich, ge gebraucht. Ja. Krass. Habt ihr das dann alles selbst ausprobiert? Also selbst gebastelt sozusagen? Ja, Oh, krass. wir haben alles, also ja, alles selber gemacht. Ja, da war Karin auf jeden Fall der Bastelpart. Irgendwie mit ja, vielen Schnittmustern rumexperimentiert und mir immer wieder vorgelegt. Leider, leider. So, aber da ja, warst du auf jeden Fall so in dieser ja, Produktentwicklung irgendwie total drin und hast da echt ja, einige verschiedenste Formen geschaffen, bis es dann irgendwie die Das ist Füllform die Tüte geworden war, ist. ja.
Ja, und Kerstin sagt immer, dass es hübsch aussieht. Kerstin kann machen, dass das alles gut aussieht, was ich da tue. Ja, dann ergänzt ihr euch ja voll gut, oder? Das haben wir so festgestellt. Ja, ja, das ist voll schön. Ja, achtet ihr denn auch selbst so auf ein plastikfreies Leben, also beim Einkaufen? Also geht ihr in den Unverpacktladen einkaufen? Natürlich. Seid viel tatsächlich wirklich öfter. Also wir benutzen unsere Prototypen. Trotz dessen, dass es einfach noch nicht das richtige Material ist, weil es eben nicht lebensmittelecht ist, aber das ist uns gerade so ein bisschen wurscht, weil es trotzdem so viel einfacher macht schon. Ne? Okay. Und damit gehen wir tatsächlich doch ganz gut da wieder einkaufen. Und was habt ihr dann vor euren Fülltüten verwendet zum Einkaufen? Ich habe die Gläser geschleppt. Ja. Also ich habe immer wieder getan. Ich wohne halt wirklich um die Ecke, das muss man dazu sagen. Okay. Ich habe einen Fahrradweg von 15 Minuten. Und das ist... was für Berlin nah ist, muss man dazu sagen. Ja, ist das schon krass. Das hat mich wirklich tierisch genervt, mit mir rumzuschauen. Kann ich verstehen. Ne? Genau, damals, als so unverpackt Anfang, waren auch die Leinenbeutel noch nicht so am Start und ich finde die halt auch nicht praktisch genug. Also ich fand es immer nicht gut, dass man die nicht so richtig dicht verschließen kann und dass das Mehl da irgendwie so drin hängt, hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ja, für Mehl sind die super unpraktisch. Und auch das Ausgießen, also wenn man sagt, okay, ja, ich kaufe damit, dann gieße ich es mir zu Hause in ein Glas, sieht ja schön aus, das kriegst du da nicht raus, ohne die Hälfte irgendwie zu verschütten. Ja. Und ich war nicht happy mit der Lösung. So, und deswegen, ich bin auch immer wieder erstaunt, dass bei uns wirklich der größte Teil der Kunden mit Glas einkaufen geht, was ich absolut nicht verstehen kann. Das ist einfach eine Wahnsinnsdepartement. Ich hatte das so oft, dann habe ich meine ganzen Gläser dahin geschleppt und am Ende stehe ich bei den Gummibärchen und denke, ach, noch so ein paar Gummibärchen wären jetzt schön. Ein Glas mehr übrig. Naja, gut, dann beim nächsten Mal. So, das ist doof. Also, ja. Für mich war es überhaupt keine Lösung. Und gerade, ne, ich bin halt auch Mutter, ich habe meinen kleinen Sohn dann irgendwie dabei beim Einkaufen und dann hast du noch sowieso immer doppelt so viel Gepäck im Schleppen. Und das, also, nee. Aber, ja, gut. Ja, also wir haben bis jetzt im Laden auch nur diese eine Möglichkeit, eben die Baumwollsäckchen zum Kauf. Und das machen auch schon einige Kunden, aber ich hätte halt gern auch noch weitere Varianten bei uns im Laden. Genau. Und deswegen bin ich auch so begeistert von euren Fülltüten, weil sie halt auch vom Äußeren her mich sehr ansprechen. Deswegen bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Aus welchen Materialien werden die Fülltüten gemacht? Bist du, glaube ich, mehr drin. Machst du schon wieder. Genau, also die Tüten sind aus einem Material, hat verschiedene Namen. Ich finde, der passendste Name ist waschbares Papier. Das ist ein bisschen stärkeres Papier, was eine Mischung aus Zellulose und Latex ist. Und dadurch wird das Papier eben reißfest und wasserfest und waschbar und abriebfest und so weiter und so fort. Also kriegt diese ganzen tollen Eigenschaften, die unsere Fülltüten jetzt eben haben. Die Druckknöpfe sind jetzt bei den Prototypen auf den Fotos, da sieht man das nochmal, die sind dann hier noch aus Kunststoff, einfach weil wir erstmal was brauchten, womit wir das herstellen können. Die sollen aber in Zukunft aus Metall sein, weil wir wollen, dass der Kunststoff irgendwie mit dem Lebensmittel in Kontakt kommt. Und wir wollen ja Plastik sein. Und wir wollen natürlich sowieso kein Kunststoff, noch mehr Kunststoff in die Welt bringen. Und wir denken, dass die Edelstahldruckknöpfe definitiv einfacher, besser zu recyceln sind und wiederverwendbar sind. Und letztendlich, also das ist jetzt auf diesen Prototypen noch nicht drauf, kommt hinten auch noch das Logo mit drauf und einfach so diese Siebdruckfarbe, das soll auf jeden Fall auch aus, Das ist eine ökologische Siebdruckfarbe. Ja. Okay. Die wird auch nur einfarbig, damit wir nicht irgendwie doppelt so viel Müll, Farbe verschwenden. Ja. Das wird so ein schönes Weiß, das sich da einfach nur so drauflegt. Und die Fähnchen sind auch aus dem gleichen Material, dass man da jetzt auch nicht auf irgendwelche Kunststofffähnchen oder irgendwas zugreift, sondern die sind auch aus dem gleichen Material wie ein Absatz, sodass am Ende tatsächlich für das Recycling, für den Recyclingprozess wirklich nur die Druckknöpfe entfernt werden müssen und dann kann es. Aber deine Fragen kommen ja noch. Also ich habe es jetzt richtig verstanden, dass das
so ein Gemisch ist. Also dieses Latex wird direkt mit der Zellulose eben hergestellt, dass es dann so waschbar ist. Ah, krass. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, dass es irgendwie ein Papier ist, was dann beschichtet ist sozusagen. Also es ist nicht wie so ein Tetrapack oder so. Nee. Ah, okay. Es ist wirklich in dem Material miteinander vermischt. Also es hat auch so eine leicht raue Oberfläche. Also es ist jetzt nicht, dass man denkt, man fasst da irgendwie einen Latexanzug an oder so. Es sind ja auch nur 30%, ne, muss man dazu sagen. Ja. Also, klingt so viel, aber eigentlich ist es total wenig für so ein Material. Ne? Ja. Und das Tolle, wie gesagt, ist halt schon, dass es trotzdem in den Papiermüll kann. Also es ist halt trotzdem recycelbar. Genau, das ist total wichtig. Genau. Ah, krass, also man kann dann daraus wieder Papier machen sozusagen. Genau, also es kann im Papierprozess wiederverwendet werden. Es darf nicht nur, also man kann nicht reines Papier wieder hier draus machen, aber solange immer ein Papierbeigemisch dabei ist, dann kann man, da kann man das im Altpapier, wie heißt denn neues Recyclingpapier heißt es dann. Genau, dann kann man auch wieder Recyclingpapier. Ja, okay, ja, spannend. Genau. Ja. Und man kann es dann auch mit einem Stift beschriften, also mit einem Kreidestift oder? Genau, also ja, das kannst du. Genau, also wir hatten halt so vor allen Dingen die Idee des Kreidestiftes, weil man vielleicht nicht immer in die gleiche Tüte das gleiche füllt, vor allen Dingen, weil man sie ja auswaschen kann und dann ist sie ja wie neu. Also dass man mit diesem Kreidestift, der ist dann total leicht mit Wasser ablösbar. Ja. Aber natürlich ist es jedem selbst überlassen, da auch mit einem wasserfesten Stift draufzuschreiben, also dann ist vielleicht die Tüte für immer für Reis oder Mehl vorgesehen. Also, aber es ist halt wie normales Papier einfach beschreibbar. Wie gesagt, mit Kreide kann man es halt leicht wieder ablösen. Okay, cool. Ja, nächste Frage. Ach, die nächste Frage ist schon beantwortet. Sind sie komplett plastikfrei? Das habt ihr ja schon gesagt, dass sie dann, wenn die Knöpfe aus Edelstahl sind, dann komplett plastikfrei sind. Ja, genau. Genau, dann die nächste Frage, wie und wo werden sie produziert? Spannend. Ja. Also, wir hatten eigentlich ursprünglich den Wunsch, das sogar hier in Berlin produzieren zu lassen, von einer Behindertenwerkstatt. Das hat aber jetzt leider aus mehreren Punkten nicht, also es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, zurzeit ist die Vermutung, dass wir in Polen produzieren. Das ist ja quasi auch kein langer Weg. Dort gibt es eine deutsche Näherei, von der wir auch über andere Firmen wissen, dass die gut und ordentlich mit ihren Mitarbeitern umgehen. Und es ist eben nicht, es ist nicht so weit weg, ne? Dass wir nicht irgendwelche Überweckenwege haben. Also wir wollen nicht in China produzieren lassen. Das ist. Und auch das Material, was wir benutzen, wird hier in Deutschland hergestellt. Mhm. Okay, also die Tüte wird genäht. Also das ist wirklich Handarbeit noch. Es ist tatsächlich Handarbeit, genau. Es wird, das Material wird ausgeschnitten und genäht. Genau, und das Gute an der Näherei ist letztendlich auch, dass sie halt auch vor Ort diesen Druck übernehmen können, mit dem Siebdruck, mit diesen Ökofarben. Mhm. Also, dass wir das nicht noch irgendwo anders hinbringen müssen, dass es da dann bedruckt wird und dann wieder woanders, und damit es irgendwie eingepackt wird oder sonst was. Mhm. Also, es wird dann an einer Stelle kann halt alles gemacht werden. Also da haben wir halt auch drauf geachtet und das war halt bei den anderen Werkstätten alles so ein bisschen schwieriger und genau. So, und da hat man dann alles an einem Ort, wo wir dann auf jeden Fall auch hinfahren würden und uns alles angucken. Ja, ja, ja. Genau. Voll cool. Und ihr druckt dann euer Logo auf die Fülltüte und wenn jetzt ein Unverpacktladen welche möchte, kommt dann auch, also kann man dann, gibt es dann auch die Möglichkeit, das Logo vom Unverpacktladen draufdrucken zu lassen oder ist das nur für die Crowdfunding-Kampagne? Also, ja, also wir haben ja eine Vorderseite sozusagen und eine Rückseite und auf der Rückseite steht wirklich ganz klein so unser Name füllt und wahrscheinlich noch die Internetadresse, damit man uns, also damit man weiß, was man in der Hand hat. Und weil auf den Schildchen steht ja schon das Eigengewicht dann später drauf und da ist dieses kleine. Das ist auch gut. Genau. Ja, ganz wichtig beim Einkaufen. Ja. Ne? Dass ich dann auch irgendwie, dass die Tüte vorher mal dran denken muss, abzuwiegen. Das ist total gut. Das vergessen viele. Genau. Ja, ich auch. Und dann ist hier aber noch ganz viel Platz. Und die Idee jetzt fürs Crowdfunding und auch für die Zukunft durchaus sehr gerne, ist, dass dann die Shops hier ihr eigenes Logo platzieren. Das wäre dann in der gleichen Farbe wie unser Logo, also auch in Weiß, damit man da irgendwie groß
mischen muss, aber genau. Ja, aber gut, da werden, also sind wir natürlich nicht irgendwie total festgelegt. Also wenn jemand sagt, ach, wir wollen es lieber auf der Rückseite, ja, dann gut, das auch, ist klar. Das auch alles möglich. Aber ja, so ein kleiner Hinweis, woher die Tüte ursprünglich kommt, wird genau. Wohl einfach draufbleiben. Genau, ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, welche Vorteile haben die Fülltüten? Ja, letztendlich, klar, vor allen Dingen gegenüber dem Glas, die ist halt super leicht. Man kann sie zusammenfalten. Also ist halt, ja. Ah, die sind auch richtig flexibel. Ah, krass. Ja, okay. Weich. Da muss das man auch, keinen auch gar nicht haben, dass man da irgendwas kaputt macht. Ich glaube, die ersten Freunde von uns, die da immer so reingreifen, sind sehr, sehr vorsichtig. Wir sagen so, nee, du kannst es knautschen, du kannst damit alles machen. Wie gesagt, super leicht. Es bleibt halt nichts kleben, also kein Reis oder so, wie bei diesem Stoffbeutel. Ja, da hat man immer so viele Falten, so die, man hat hier auch Falten, ne? Also das ist, ich glaube, die Frage kam bei Facebook auch immer, wie das entsteht, man sieht es wieder auf dem Boden, ne? Das ist so eingenäht. Dieses Schnittmuster ist entstanden auch auf dem Grund, dass wir ganz wenig Verschnitt natürlich bei der Produktion haben wollen. Aus einer ökonomischen Sicht, aber absolut natürlich auch aus einer ökologischen Sicht, dass wir nicht irgendwie die Hälfte des Materials wieder in den Müll bringen müssen oder wieder zurückführen müssen und so weiter. Das war so dieser Grund für dieses Schnittmuster viel. Und ja, hier entstehen so kleine Falten, aber dadurch, dass das Material total knautschsicher ist, ne? Also ich kann das wirklich, hier ist jetzt Reis drin, glaube ich, ja? Das läuft nicht aus oder so. Der ist ja, also das muss ja auch in den Rucksack können, ne? Ich muss ja damit auch unterwegs sein können. Und sobald ich da so ein bisschen dran rumdrücke, wenn ich das ausfülle, bleibt da auch nichts hängen. Also das ist nicht so, dass irgendwie ja, alles dort drin verschmutzt bleibt. Wie bei so, also finde ich beim Leinbeutel wirklich viel einfacher. Ja. Gerade bei Mehl oder Stärke habe ich ganz oft da drin. Das ist so fein. Und hier kann ich einmal mit kaltem Wasser nachspülen und es ist alles raus. Ist es jetzt nur mit den beiden Knöpfen verschlossen? Oder? Ja, das ist durch die Stabilität, also durch diese... Durch das Material und durch diese Spannung von den Druckknöpfen ist es wirklich, cool. Genau, schließt dann oben direkt ab. Ja. Also nur damit ich kein, das nicht jetzt mir jemand vorwirft, ich hätte ja nichts drin, da sind Linsen drin. Ah ja, man sieht's. Ja, und was ihr wahrscheinlich oder die Leute, die sich das Next Video angeguckt haben, ja auch schon gesehen haben, also beim Abfüllen im Unverpacktladen, ja, ist es natürlich auch irgendwie praktisch, diese Lampe zu haben oder dass halt natürlich eine gewisse Größe halt da ist, dass man es so halb drunter halten kann. Also beim Leinbeutel musste man da immer irgendwie mit zwei Händen hantieren und dann brauchte man eigentlich noch jemanden, der das irgendwie einem hilft. Kann man alles alleine machen. Ja, manchmal braucht man dazu vier Hände, das stimmt. Genau. Oder auch ganz einfach ausfüllen. Also das ist natürlich auch der super Vorteil. Ja, das ist sehr praktisch. Ja. Ja. Das waren so die wichtigsten Dinge. Das merkt man dann, ne, wenn man die Tüte in der Hand hält. Das ist so schade, wir hätten gerne an irgendwie alle mal einmal so eine Runde Fülltüten irgendwie rausgeschickt. Aber ja. Ja, die nächste Frage ist, sind die Tüten waschbar? Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehört, dass sie waschbar sind. Aber das haben ja einige doch Bedenken. Also das habe ich gelesen, dass sich in den Ecken oder irgendwo was ansammeln könnte und dann Keime entstehen oder was weiß ich, was eigentlich total bescheuert ist. Aber ja, also man kann sie mit kaltem Wasser ausspülen. Man kann sie richtig waschen. So, wir haben es in dem Video gezeigt, nicht weil wir das irgendwie zeigen müssen, sondern weil es wirklich so funktioniert. Also man hat hier diesen Boden. Ja, so. Also wenn ich da das Wasser reingieße, dann läuft es hier schon an den Seiten raus. Ne? Die sind nicht wasserdicht in dem Sinne, dass man als Flüssigkeit transportieren kann. Aber ich kann hier halt überall ran, um das mit dem Schwamm ordentlich so zu schrubben. Und wenn ich da richtig viel Wasser reinfülle, dann läuft es auch da gut wieder raus. Und die können auch sogar in die Waschmaschine. Also die dürfen sogar mit in die Waschmaschine. Das Einzige ist halt dieser Aufdruck. Ja. Der ist halt mit Textilfarbe da drauf gedruckt und es ist ähnlich wie per Siebdruckverfahren. Und der hält halt nicht 100 Jahre lang, wenn ich das immer wieder in die Waschmaschine stecke. Und an sich hält es aus. Ja. Da kommt jemand rein. Ja. Mach mal wieder zu, Mausi. Ich komme nachher.
Also ich persönlich würde sie jetzt, denke ich, nicht in die Waschmaschine tun und ich sehe es auch an unseren Kunden, dass sie halt teilweise sogar mit Gläsern kommen, die auch nicht 100% sauber sind. Also man merkt halt auch, dass sie die Gläser nicht ausspülen, wenn sie sie wieder neu befüllen. Also von daher ist es ja eigentlich, reicht es ja eigentlich unter dem Wasserhahn ein bisschen auszuspülen. Definitiv. Also gerade auch, also wenn ich irgendwie da Haferflocken drin habe, was soll da denn jetzt schlecht werden? Also ja, ja, ich fülle da kein Brei rein. Das ist ja, es sind sehr viel trockene Zutaten. Ja. Und ja, also was soll da passieren? Was soll da schimmeln? Eben, ja. Und Luft, da kommt ja auch Luft rein, von daher kann da auch nichts passieren. Ne? Ja. Es ist nicht luftdicht verschlossen. Genau, ja, für gut. die nächste Frage ist, wie langlebig sind die Tüten? Genau, also wir haben sie natürlich jetzt noch nicht im jahrelangen Test gehabt, dafür gibt es uns noch nicht lang genug, aber letztendlich, ja, gehen wir davon aus, eigentlich wie so ein Leinbeutel, also natürlich, ja, irgendwann sieht man, dass er benutzt ist, kriegt seine Falten und sieht ein bisschen zerknautschter aus, aber er ist halt genäht, also daher gehen wir davon aus, ja, dass er einfach wie so ein Leinbeutel von der Naht her auch hält. Also je öfter man ihn benutzt und je öfter man da irgendwie drin rumzerrt, ja, umso schneller irgendwie, ja, muss man da vielleicht mal nachnähen. Aber letztendlich ein paar Jahre wird das Ding dann schon halten. Definitiv. Also das Material an sich hält es ja 100 Jahre. Also das ist jetzt das Problem. Das wüsste ich nicht, warum sie nicht halten soll. Ja, ja, es ist auch immer so eine Sache, wie man mit den Dingen umgeht. Also wenn jemand halt nicht so gut damit umgeht, dann hält es halt auch nicht so lang. Aber also bei den Baumwollsäckchen ist es ja auch so, dass die sich mit der Zeit verfärben. Also wenn man sie zum Beispiel für den Obst- und Gemüseeinkauf verwendet und dann ist halt alles so in den Kühlschrank stellt, dann habe ich halt auch schon gemerkt, dass die dann schnell ihren Glanz verlieren und halt trüb werden. Aber das ist, also, ja, das ist, ich finde es auch, irgendwie haben die Charakter dadurch so ein bisschen, wenn die diese Farbe, ja, auf jeden Fall. Die landet halt einfach bei jeder Wäsche immer wieder in der Waschmaschine, um so diese Dauer so zu überprüfen. Aber bis jetzt ist nichts passiert. Okay. Auf die Falten kriegt sie. Ja, die nächste Frage. Wie viel werden sie kosten? Da hast du, glaube ich, den. Ich habe den Überblick. Okay. Ja. Die kleinste Tasche, die Fülltüte S, wird wahrscheinlich im Einzelhandel am Ende so viel kosten wie jetzt bei Stadtnext, also 9,90 €. Mhm. Die mittlere Größe wird 12,90 € kosten und die größte Größe wird bei 15,60 € laufen. Das sind recht hohe Preise, wenn man das erstmal sich so anhört. Aber das hat was mit dem Material zu tun. Das Material ist nicht günstig. Und vor allen Dingen, dass der Einzelhandel einfach am Ende mindestens 50% draufschlägt auf die Preise. Das heißt also, bei der kleinen Tüte machen wir, glaube ich, gar keinen Gewinn, wenn wir die verkaufen. Ja, und bei den größeren springt dann eventuell auch noch ein bisschen was für Marketing und Co. raus. Aber am Ende muss man tatsächlich sagen, dass wir nicht wirklich was verdienen. Mhm. Also, auch wenn die Preise so enorm klingen. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, finde ich, bei vielen nachhaltigen Dingen vergisst man einfach, dass das dass da viel Prozess einfach drin ist. Ne? Diese ganze Näherei, diese Produktion, das Material an sich, das kostet einfach Geld. Ja, ja, und dadurch, dass wir halt nicht in China produzieren wollen, sondern da halt auch darauf achten, dass es hier in Europa bleibt oder auch nahe zu Berlin. So, ja. Und wir davon irgendwie nicht den großen Profit erwarten und auch nicht wollen, sondern einfach halt von der Sache überzeugt sind und wollen, dass es genutzt wird. Genau. Dass mehr Leute da draußen endlich unverpackt einkaufen. Ja. Und habt ihr so ein Maße, also von den Tüten? Die Maße, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie groß die dann sind? Ist total blöd, ne? Haben wir gar nicht. Vielleicht mal aufschreiben. Die könnten wir vielleicht mal aufschreiben irgendwo. Wir machen das immer mit so Gewicht, weil ich finde, also weil das mir so beim Einkaufen irgendwie wichtig war, wie viel passt denn da rein? Ja, dann muss man. Genau, und bei der kleinsten Tüte, die habe ich jetzt gerade hier, bei der kleinsten Tüte sind es so 300 Gramm Reis zum Beispiel. Bei der mittleren Tüte sind so 800 Gramm Reis. Also das darf man darf das auch gar nicht unterschätzen, wie viel da so reinpasst. Mhm. Und bei der ganz großen Tüte sind es, ich glaube, 1,8 Kilo Reis.
Also das ist schon riesig. Zurzeit Spaghetti drin und das ist über ein Kilo Spaghetti schon und die ist noch lange nicht voll. Okay. Oh, krass. So. Ja, und so ein bisschen von den Maßen, also schon ein bisschen größer als DIN A4, so die große. L. Genau. Okay. Und die dann vielleicht ein bisschen größer als DIN A5, ja. DIN A5, so als andere so ungefähr DIN A6. Aber das stimmt nicht ganz. Ja. Aber so als grobe Richtung. Als grobe Richtung. Okay. Ja, es ist eher interessant zu wissen, wie viel reinpasst. Das stimmt. Kann man sich es besser vorstellen. Die Leute, die unterschätzen das ja auch immer total, wie viel sie einkaufen und sind dann über den Preis total schockiert, obwohl sie halt auch die entsprechende Menge dazu haben. Und so entsteht halt das Gerücht, dass der Unverpacktladen teuer ist. Was halt gar nicht stimmt. Ja, ja, ich muss das, also das Gerücht muss ich auch tatsächlich total oft irgendwie aufräumen. Ja, wir können uns das nicht leisten. Ja. Ich glaube schon. Also wenn du schon mal Bio eingekauft hast, ist es auf jeden Fall noch teurer. Ja, das ist ein Gerücht, womit wir auch sehr zu kämpfen haben. Glaube ich total. Ja, jetzt schaue ich mal, was die nächste Frage ist. Ja, das haben wir auch schon beantwortet. Wie hygienisch sind die Tüten? Haben wir ja schon gesagt, dass man sie waschen kann. Dann überspringe ich die Frage. Ja, die nächste, sammelt sich in den Falten unten Reste der Lebensmittel oder kann man das gut ausspülen? Das haben wir ja auch schon beantwortet. dann die nächste Frage, können die Tüten gut recycelt werden? Das habt ihr ja auch schon gesagt, dass man das Papier recyceln kann. Genau, wir sind da sogar so eng mit dem, also was heißt so eng? Wir haben ja bei dem Hersteller des Materials noch nichts wirklich gekauft. Wir haben bis jetzt nur diese ganzen Probematerialien bekommen. Mhm. Und trotzdem telefonieren wir ziemlich oft mit dem und sprechen mit dem und die sitzen halt hier in Deutschland, die arbeiten schon sehr nachhaltig. Ne? Also die haben von alleine schon ein FSC-Zertifikat für die Zellulose, die sie verarbeiten, erfüllen die REACH-Zertifikate, Ökotex-Standard und so weiter und so fort. Und die sind durchaus immer sehr daran interessiert, noch ökologischer und noch besser zu arbeiten. Und die überlegen gerade, eine Mühle zu kaufen, um direkt dieses Material am Ende wieder in der Produktion zu verwenden direkt. Also das wäre eigentlich unser persönlicher Traum, dass man eine Art Sammelstände findet an den Verkaufsstellen und sagt, okay, wenn das Material, also wenn die Tüten wirklich mal irgendwann ausgedient sind, dass man das Material dann zurückführt zum Hersteller, zum Materialhersteller. Also wirklich ein zirkulares Design am Ende hätte. Das wär unser Traum. So soll es eigentlich weitergehen. Das klingt voll interessant. Also dass die dann wieder genau dieses gleiche Material daraus. Nee, das Gleiche nicht. Also da hätte ich persönlich auch so meine Bedenken, weil man nicht genau weiß, was da jetzt noch, wenn dann andere Leute vielleicht noch was anderes draufdrücken als Ökofarben und so und das dann wieder mit Lebensmitteln in Kontakt bringt, dann. Ah, okay. Also für Lebensmittel wäre es dann nicht mehr geeignet sozusagen. Ich weiß nicht, ob es dafür geeignet wäre, aber das wäre mir zu unsicher. Also so wie auch bei anderen Recyclingprozessen. Aber es gibt, die stellen ganz viele Sachen für so Schuhe und für Kleidung her. Ne? Also gerade im Schuhbereich sind die wohl sehr groß und da würde man es sofort wieder verwenden können. Also da gibt es mehrere Einsatzmöglichkeiten. Okay, das klingt gut. wo werden die Tüten erhältlich sein? Genau, also jetzt gehen wir natürlich erstmal so an die Unverpacktläden, also dass die da natürlich direkt am besten zu erwerben sind, also dort, wo man sie auch direkt braucht, wenn man im Laden steht und denkt, oh, ich brauche noch mehr und ich habe meine Gläser nicht mit oder ich möchte von meinen Gläsern wegkommen. Genau, also auf jeden Fall in den Unverpacktläden und letztendlich natürlich auch in Online-Shops, also so Avocado-Store. Mhm. Der grüne Store ist jetzt recht neu am Markt, ist auch ein schöner, nachhaltiger Online-Store, original unverpackt als Online-Store, solche Sachen wird es dann auch geben, solange die sich wirklich im nachhaltigen Bereich bewegen. Oder uns direkt anfragen. Genau, also das geht immer. Ihr macht ihr dann auch einen eigenen Online-Shop oder nur so gegen Anschreiben? Nee, Online-Shop jetzt nicht. Ich glaube, da kommen dann auch noch relativ viele rechtliche Sachen dazu. Das ist dann schon nochmal wieder ein großer Aufwand, aber ja, unsere Kontaktdaten sind alle auf unserer Webseite vorhanden. Ja. Und genau, dafür sind wir natürlich immer offen und zu haben, dass man einfach, wenn man Interesse hat, uns direkt anschreibt, anfragt. Wir versuchen alles so schnell wie möglich zu beantworten und auf alles einzugehen. Ja, ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Ja. Das klingt gut. Entschuldigung.
Habt ihr schon viele Unverpacktläden angeschrieben? Also uns habt ihr ja angeschrieben und dann habt ihr sicherlich auch noch andere angeschrieben. Ja, es gab mal so eine schöne Liste von, ich glaube, der enormen Zeitschrift, die hatte eine schöne, ziemlich vollständige Liste von allen Unverpacktläden aufgestellt und wir haben eigentlich fast alle angeschrieben, von denen wir zumindest so gesehen haben, dass das irgendwie passen könnte und dass man da zusammenkommen könnte. Und ja, wir haben auch schon ziemlich viel also Interesse bekommen. Also es waren dann doch alle ganz, ganz interessiert auch. Mhm. Genau, aber jetzt fürs Crowdfunding, mal gucken, wie viele dann wirklich unterstützen. Das ist also, wir brauchen halt dieses Crowdfunding, um überhaupt mit der Produktion anfangen zu können. Ja. Anfangssumme nicht schaffen, alleine zu erwirtschaften. Ja. Und das ist, glaube ich, für die Läden so ein bisschen schwieriger, weil so, wenn wir sagen, was unsere späteren Einkaufs- und Verkaufspreise sind, sind die alle so bei, ja, machen wir. Aber das Crowdfunding und so, so ein Unternehmen, was unser Crowdfunding unterstützt, mal gucken. Ja. Aber letztendlich ist es halt eine super Resonanz, also weil wir halt mitkriegen, sind schon einfach, haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, also genau wie du, die dann sagen, wow, die Idee ist toll und es ist irgendwie nützlich und ihr könnt euch das irgendwie in euren Läden vorstellen. Also alleine das ist schon für uns irgendwie einfach toll, das zu merken und zu sehen, ja. So hey, wir sind da nicht irgendwie, haben uns da nicht in irgendwie so eine Idee verrannt, sondern merken, okay, das stößt auf Resonanz, auf sehr viel positive Resonanz und ja, also wir werden weitermachen. Ja, ich glaube, die meisten Unverpacktläden, die kennen halt das Problem mit dem entweder Glas oder halt Bomullsäckchen, aber was wirklich Praktisches gibt es halt noch nicht so. Ja. Genau, jetzt geht es ums Crowdfunding. Also aktuell läuft ja eure Crowdfunding-Kampagne und ihr braucht 10.000 Euro. Also 10.000 Euro ist das Ziel. Und ja, was passiert denn mit dem Geld, wenn die Kampagne erfolgreich ist? Ja, du hattest das so schön aufgeschlüsselt. Genau, ich habe es nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt. Also ich kann es tatsächlich in Zahlen fassen. Ich glaube, das kann man sich dann irgendwie besser vorstellen. Es werden knapp 3.500 bis 4.000 Euro für diese ganzen Dankeschöns rausgehen. Also das ist schon mal die Kosten, diese ganzen Kosten müssen ja gedeckt werden. Ja. Und dann bleiben am Ende nochmal 6.000 Euro übrig, roundabout. Davon sind alleine 1.500 Euro für dieses Zertifikat nötig. Also dieses Material, was wir haben, ist schon getestet worden, aber wir müssen, um so ein Produkt verkaufen zu dürfen, was mit Lebensmitteln in Kontakt kam, braucht man ein Zertifikat für Lebensmittelbedarfsgegenstände. Und das müssen wir erwerben und das kostet irgendwie 1.600 Euro. Dann müssen wir, und dann wollen wir die erste Produktion anschieben. Also dann wollen wir das Material kaufen, die Produktion haben, die Bedruckung und so weiter. Und das sind dann nochmal diese 3.500 Euro, die ja die Dankeschöns auch schon etwa kosten. Mhm. Und damit sind wir dann bei, ich glaube, 95, ich habe jetzt nicht mitgerechnet. Wir haben so ein bisschen Sicherheit einkalkuliert, weil wir nicht genau wissen, was der Versand dann überall hin kostet. Ne? Das ist auf jeden Fall gut. Also wir wissen auch, es klingt nach einer Menge Geld, aber es ist halt einfach das Material, die Produktion, die ganzen Dankeschöns, die Fülltüten, die dann genäht wurden, an alle Leute zu verschicken. Also da geht schon einfach erstmal ein Großteil hin und wir haben davon noch nichts. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns das Geld in die Tasche stecken und sagen, geil. Also es ist einfach, wir wollen halt, dass wir dann natürlich auch ein paar Tüten auf Vorrat haben, die wir dann an die Unverpacktläden auch irgendwie verkaufen können. Genau. Okay, wie viele sollen jetzt so zum Anfang produziert werden? Habt ihr da irgendwelche Zahlen? Also wenn alle Dankeschöns gekauft werden würden, sind wir bei etwa 1.000 Tüten und dann nochmal die Menge würden wir dann nochmal produzieren. Das sind dann nochmal etwa 1.000 Tüten. Und dann in unterschiedlichen Größen, also insgesamt. Genau, insgesamt. Ja. Insgesamt dann, okay. Und was passiert, wenn das Crowdfunding nicht erfolgreich war? Also wie macht ihr dann weiter?
Also zum einen vielleicht auch für die Leute, die uns unterstützen möchten oder noch nicht getan haben. Also das Geld, wenn das nicht erfolgreich ist, dann geht das Geld an die Unterstützer zurück. Also es ist jetzt nicht, dass die da irgendwie Geld verlieren können. Das ist, glaube ich, immer noch ganz wichtig zu erwähnen. Also das ist halt keine Spende, es ist halt wirklich Unterstützung. Und wenn es nicht funktioniert, dann geht das, also dann kriegen wir auch kein Geld. Genau. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach so viel positive Resonanz und Feedback bekommen haben, müssen wir uns natürlich einfach nochmal zusammensetzen, wie wir dann weitermachen, aber wir machen weiter und gucken dann nochmal, ja, was gibt es vielleicht noch für eine Möglichkeit, so eine Produktion irgendwie zu finanzieren. So, ja, aber das ist, ja, das, da haben wir uns jetzt noch nicht tiefer reingedacht, sondern werden erstmal beim Start Next bleiben und gucken, was dabei so rauskommt. Ja. Und dann sehen wir weiter. Ja, so war das bei uns auch immer. Also unser Crowdfunding lief und alle gefragt haben, ja, was macht ihr denn, wenn es nicht erfolgreich ist? Und dann habe ich auch immer gesagt, daran denke ich gar nicht, weil es einfach erfolgreich wird. Gar nicht so viel mit beschäftigen, genau. Ja. Aber wir haben auch ganz viele Anfragen so von Institutionen bekommen, diese Idee vorzustellen. Und das findet natürlich dann alles erst nach dem Crowdfunding statt. Und das war dann doch so viel, dass wir gesagt haben, okay, so richtig aufhören kann man danach auch nicht, wenn es jetzt nicht, Aber wir bleiben jetzt gar nicht bei dem Gedanken. Wir hoffen einfach, dass ihr da draußen allen Bescheid sagt und dass das noch was wird. Auf jeden Fall wird das was. jetzt bin ich mit meinen Fragen eigentlich soweit durch. Wollt ihr noch was loswerden oder habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also erstmal finde ich, müssen wir dir, Alina, unbedingt nochmal auch in aller Öffentlichkeit für deine Unterstützung danken, hier auf diesen ganzen digitalen Medien. Das ist, solange wir die Leute nicht erreichen, solange die Leute nicht von uns wissen, können wir natürlich auch nichts erreichen. Und dafür nochmal ganz offiziell ein großes, großes Dankeschön. Sehr gerne. Hast du noch was? Ja, wir freuen uns über jeden Unterstützer. Genau. Das ist halt doch so, wir müssen ein bisschen Marketing machen. Also auf füll-einfach-mehrfach gehen. Dort findet ihr auch noch weitere Informationen. Mhm. Nee, und sonst, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns immer anschreiben, anrufen. Also wir sind da, wir möchten gerne alle offenen Fragen beantworten und hoffen natürlich hier schon mal einen Großteil damit getan zu haben. Genau, wir werden auch in ganz naher Zukunft die ganzen Fragen, die du uns jetzt gestellt hast, also wollen wir auch unbedingt zusammenführen, auch auf unserer Webseite nochmal auflisten, dass da nicht irgendwelche, dass die Fragen nicht unbeantwortet bleiben. Wir wollen so durchsichtig sein, wie es irgendwie geht. Ne? Also wir wollen nichts verheimlichen, wir wollen niemandem was in die Tasche lügen, wir wollen ein faires und tolles Produkt da auf den Markt bringen. Und da könnt ihr uns alle bei helfen, wenn ihr uns diese ganzen Fragen stellt. Ja, cool. Auf jeden Fall schönes Projekt. Dann vielen Dank für das Interview und ich bin mal gespannt, wie es so ankommt und was die Leute da so dazu sagen.